Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem neuen beutellosen Bodenstaubsauger. Yeah, beutellos rockt, beutellos ist cool. Keine Beutel mehr kaufen, voll geil. Heute Rowenta RO3731 EA, beutelloser Bodenstaubsauger, Compact Power Cyclonic, ohne Filter. 57 Watt hocheffizienter Filter ist da drin, aber da sprechen wir nicht über den Beutel, sondern über den Filter, der sozusagen euren Staub rausfiltern soll. Der ist in schwarz-blau und er hat Energieklasse A am Start. Und wie ihr seht, die Verpackung ist schön, echt schön, schön blau, schön schwarz. Dann haben wir an der Seite, sehen wir 8,8 Meter ein langes Kabel, dann sehen wir, wie wir das gleich ändern und auspacken. Dann sehen wir hier 3 AAA Performance. Das heißt also, richtig schnelles Ding soll es sein. Energieeffizienzklasse A, sehr schön. Und jetzt haben wir noch hier Teleskopauszug. Dann haben wir auch einen Boden was. Ein Filtersystem zum Einschwören und einen sehr guten Bodenstaubsauger-Motor drinnen. So, jetzt gucken wir mal an, was wir alles kriegen. Hier steht auch, 10 Jahre habt ihr sozusagen eine Garantie, dass man es nachkauft. Cool, ne? So, hier oben sind noch ein paar Infos drauf. Wir öffnen und schauen uns mal an. Hier, das erste Stück, das ist Pappe. Pappe ist immer gut. Nicht nur immer Plastik benutzen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir das erste Teil am Start. Das ist also der Handgriff. So sieht er aus. Damit könnt ihr schön griffig anfassen. Was haben wir denn hier für Funktionen? Hier kann man die Stärke dann variieren, denn da ist dann sozusagen ein Loch im Schlauch, wird dann aufgetan. Dadurch ist der Druck nicht mehr so hoch. Das heißt also, wenn ihr hier zurückzieht, Stufe 1, 2, 3, ne, habt ihr ein bisschen weniger Power zur Verfügung, wenn ihr zum Beispiel auf andere Böden geht. Wenn ihr dann nur das Teil benutzt, hier kommt der Staubsauger dann dran, dann könnt ihr das hier nach vorne setzen und habt ihr vorne so schöne Borsten dran. Das heißt also, hier könnt ihr was anborsten und das wird dann direkt aufgesaugt. Zurückstellen, hier die beiden Dinger reindrücken und dann könnt ihr das wieder hier hinten einrasten lassen. Oh, sehr gut verarbeitet. So, was haben wir da? Oh, Schlauch hier. Hier ein Schlauch, Leute. So, der Schlauch ist zweiseitig, hier und dort. Und auf die Seite kommt der Freund hier ran. Und wie er dran kommt, ist, die beiden hier müsst ihr reindrücken. Und dann könnt ihr den hier einrasten lassen. Hier ist auch eine Führung oben dran und unten dran. Das heißt also, reindrücken und einrasten lassen. So, eingerastet. Das heißt also, hier haben wir schon mal den ersten Part installiert. Diese Seite kommt dann in den Staubsauger rein. Das heißt, das ist unser Staubsaugerkabel, weil es nicht für Strom ist, sondern für die Verwendung. Hier haben wir Bedienungsanleitung etc. Brauche ich jetzt. Was haben wir denn noch hier? Ein bisschen was? Ein bisschen hier. So eine kleine Düse ist noch dabei. Die kann man, lass mal kurz schauen, gucken, wie wir die hochkriegen. Ah, ist das für um die Ecke oder was? Ja. Cool, um die Ecke saugen. Guckt euch das an. Das Teil kommt vorne dann auf die Düse drauf und dann habt ihr hier so einen Pfeil. Das heißt also, das können wir jetzt um die Ecke setzen und so um die Ecke Staub absaugen. Coole Sache, ey. So könnt ihr natürlich das Teil standardmäßig nutzen und lossaugen, wie bekloppt. Und das kommt dann hier unten drauf. So, ne? Hier, das ist unser Teil, wo auch das lange Teil drankommt. Das könnt ihr dann verkürzen, indem ihr das drauf schiebt. Hier kommt dann, oder? Ey, komm, um die Ecke Funktion aktiviert. Jetzt kommt hier der Staub rein. Damit kann man super Ecken sauber machen. Ey, das ist ja ein cooles Feature. Sehr innovativ, ey. Cool. So, so kommt das schon mal dran. Was haben wir jetzt? Oh ja. Hier haben wir ein langes Teil. Das ist aus Metall gefertigt. Gut. Und hier könnt ihr drauf drücken und nach unten sliden. Und wenn ihr das nach unten geslidet habt, dann entsperrt ihr es. Okay? Entsperren, dann bewegbar. Und dann sperren, Einrastung. Einrastung. Hier ist ganz kurz. Und jetzt lassen wir es mal ganz lang werden. Und so ist lang. Sehr schön. Wo kommt das Teil an? Ich mache es mal kurz, damit es besser in die Kamera passt.
Jetzt kommt natürlich dann das Teil, nicht hier dran, sondern so rum dran. Das kommt hier rein und wird hier drauf geschoben. So, jetzt haben wir ein weiteres Stück, flexibel ausfahrbar, an unserem Griff. Okay, sehr schön, passt also auch gut. Ausgezeichnet. So, das heißt, den haben wir auch dabei. Lassen wir den mal da dran, schön dran schieben. Und jetzt geht es weiter. Oh yeah. Oh. Die Bodendüse. Hier haben wir die Bodendüse, Leute. Rowenter Bodendüse. Diese Bodendüse ist ausgestattet mit zwei Fließeinlagen und hier sind noch solche Kämme. Wie aktivieren wir die? Einfach hier oben drauf treten. Ich trete mal jetzt simulativ darauf, dann kommen die nämlich rausgefahren. Hier hinten haben wir eine Lippe aus, ich würde sagen Silikon, aber das festes Silikon. Das heißt also, hier wird jetzt ein Vakuum erzeugt. Hier kommt ja sowieso schon das Vakuum, das zieht ja dadurch dann rein, durch den Motor. Und hier wird das Vakuum dann nochmal verstärkt, weil hier fahrt ihr ja über den Boden und wird das dann reinziehen. Das heißt also, in dem Fall können wir umstellen. Das ist für flache Böden. Das hier ist für super flache Böden. Also könnt ihr hiermit sogar auch über Teppichboden fahren. Teppichboden solltet ihr nicht hiermit fahren, weil das würde bestimmt eine Ärgernis geben. Ne, also hier könnt ihr das ganz einfach umstellen. Hier sind zwei Rollchen dran. Fahren auch ganz gut. Das hier ist ein wenig bewegbar. Das hier ist auch bewegbar, 360 Grad. Und das kommt jetzt hier unten dran. Okay, so, das wird da reingeschoben. Und jetzt haben wir schon hier, oh ja, 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 können wir schön in die Ecke fahren. Verstehe. Sehr schön, funktioniert auch. So, jetzt kommen wir zum Hauptakteur. Denn ohne diesen Hauptakteur würde die ganze Chose nicht funktionieren. Aber ich habe noch was gefunden. Das hier ist auch noch eine kleine Düse. Die kleine Düse könnt ihr, genauso wie diese kleine Düse, die passt auch hier unten dran. Okay? So, das heißt also, kleine Düse reinstupseln. Jetzt habt ihr so eine kleine süße Düse und könnt dann kleine Flächen super absaugen. Auch wieder nicht ganz 90 Grad, 90, 80, 70, 75 Grad. Und die passt auch oben natürlich dran, wo ich euch vorhin schon gezeigt habe. So, das heißt, das haben wir. Jetzt kommen wir zum Hauptakteur. Der Hauptakteur ist hier unser Freundchen, der Rowenter. Staubsauger persönlich in einer sehr schönen Farbe, wie ihr seht. Wirklich schöne Farbe, echt cooles Ding. Und 3A Klassifizierung, beste Saugleistung auf Hartboden sowie für Energieeffizienz Klasse A. Für die Staubemissionsklasse, Reinigungsmethode ist halt trocken. Ihr solltet damit nicht im Regen saugen. Ne? Komfortable Benutzung, einfach entleeren, zeigen wir euch gleich. So, jetzt saugt irgendwas genial. Oh ja. Dicke Reifen rechts, dicke Reifen links. Von unten sieht es so aus. Hier haben wir auch nochmal einen 360 Grad drehbaren vorderen Steuersatz. Hier kommt jetzt gleich unser Schlauch rein. Und dann haben wir hier den An- und Ausschaltknopf. Okay, und hier haben wir für unser Kabel die Auffahrung. So, ich drücke mal da drauf. Und das Kabel ist weg. Gut, was haben wir jetzt? So, jetzt können wir mal reinschauen, wie das Ding von innen aussieht. Hier ist es, da drauf drücken und das ist das Unlock-Ding, dann können wir den entfernen. Hier unten sehen wir unseren Filter. Da ist unser Filter und dieser besagte Filter, den kriegen wir auch raus, indem wir den hier ausholen. So, der Filter hier kann auch gereinigt werden. Und hier unten haben wir nochmal ein Vlies, das kann man selbst auch noch reinigen. Ja, das ist aber ein bisschen reingequetscht. So, hier also Filter, neuer Filter, kommt dann hier rein. Hier seht ihr diese Kanten. Und die Kanten passen auch da unten rein. Das heißt, wir legen den dann in Position, aber richtig rum bitte. Also
mit der wabbligen Seite nach innen und mit der abgedichteten Seite nach außen. So, anlegen und reindrücken, bis es eingerastet ist. Jetzt haben wir den Filter schon drinnen gezeigt, gewechselt. Oh, sieht ja nicht schlecht aus. Ne? So, dann haben wir hier, haben wir dann das Auffangbecken für unseren Staub und Drag. So, das Teil wird dann nach oben aufgeklappt und das Teil hier können wir rausziehen. So, jetzt können wir den entnehmen und hier ist sogar so eine Tragetasche dran. Wie cool. Hier unten ist das Funktionsding, was nämlich dann macht, dass da eine Zyklontechnik drin ist. Also so ein Wirbelsturm anpackt. Ne? Wenn wir jetzt weiter gucken, hier haben wir unser Auffangbecken. Wenn wir das aufklappen, ist hier unten noch ein HEPA-Filter drin. Den Filter kriegen wir auch raus, indem wir ihn extrahieren. Den könnt ihr sogar, wie ihr hier seht, unter fließendem Wasser abwaschen. Dann solltet ihr den aber lange Zeit trocknen lassen. Also mindestens einen Tag schön warm, dann ist der wieder fertig. Weil wenn ihr das nicht beherzigt und den direkt wieder einbaut, dann gibt es da eventuell Schimmel. Okay? So, also Filter weg, sauber machen unter Wasser. Auf die Heizung legen, einen Tag und später wieder hinkommen. Und jetzt müssen wir den wieder einbauen. Hier ist so eine Lippe. Seht ihr die Lippe? Ja. Die Lippe kommt dann hier dran und wird reingedrückt. So, einfach reindrücken. Drücken. Und jetzt ist die fest drinne. Drückt sie nochmal nach. So, und jetzt sieht euer Freundchen so aus wieder. Jetzt können wir den wieder zumachen und sehen, da wird schön gefiltert. Da kommt schön der Schmutz rein. Der Schmutz kommt ja von hier da rein und hier oben wird das ja dann angesaugt. Gut, wenn hier Dreck drin ist, dann könnt ihr diesen Dreck einfach so auskippen. So kommt der Dreck da raus. Und wenn der Dreck dann raus ist, können wir danach natürlich auch wieder hier unser multifunktionales Teil hier einbauen. Ne? Das heißt also, das kommt wieder in die Position zurück. Hier ist eine Aussparung, da ist eine Aussparung. So, nochmal. So kommt es raus. Und jetzt ist alles wieder drin. Wir klappen auf, klappen den hier auf und heben den nach oben weg. Jetzt können wir das abputzen, sauber machen, das auskippen. Dann auch schön sauber machen. Den Freund haben wir auch sauber gemacht. Der kommt wieder rein. Und zwar, da ist eine Aussparung, da ist eine Aussparung und hier ist das Gegenstück. Reinstellen, reindrücken, fest und runterklappen. So, jetzt ist die Einheit wieder abgedichtet überall. Jetzt kann sie wieder zurück in den Staubsauger kommen. So, wie rum? Der Haltegriff kommt so rein. Okay, mal hier vorne, Haltegriff nach vorne richten. Und dann haben wir hier unten, da haben wir eine Aussparung. Diese Aussparung passt auch super hier rein. Das heißt also, da drauf, so, halten, ne, so reinkippen. Hier den hier, ein bisschen anheben und einrasten lassen. So, jetzt haben wir den wieder fest. Jetzt kann er wieder rumsaugen. So, yeah. Und um jetzt natürlich noch das Zubehör, womit wir saugen wollen, anzuschließen, müssen wir diesen Schnellverschluss hier anbringen. Reindrücken und dann nach rechts drehen. Okay, so, nochmal nach links drehen, rausziehen. Seht ihr das? Da. So, rein und nach rechts. Fertig. So ist er fest. Jetzt können wir den natürlich dann, hier hinten ist eine Halterung, den können wir dann bei Nichtbenutzen super hier hinten reinschieben. So, und schon ist euer Staubsauger lagerbereit. Mmh, cool. Sieht ja schon mal fett aus, oder? Ja, kann man nicht meckern, ne? So sieht der Junge aus. Oh yeah. Dann, wenn ihr bereit seid, fahrt ihr irgendwo hin. Dann nehmt ihr euch hier Kabel einstecken. Was soll das? Warum gehst du denn schon los? Das sollte doch zelebriert werden, mein Kleiner. So, wenn ihr Staubsaugen wollt, schön festhalten und
herausziehen. So, jetzt könnt ihr den dann in Position bewegen und drehen, dass hier, dass er richtig rum drin ist. Ich habe jetzt, glaube ich, falsch rum gedreht. So, jetzt haben wir es. So, und jetzt könnt ihr hier drauf drücken und dann geht die Party los. So, er saugt sich voll fest. Ey. Gute Saugleistung heißt das also. Hier oben. Und jetzt ist er nicht so fest auf dem Untergrund. So, jetzt gehen wir Position Nummer 2. Wieder fett saugen. Oh ja, yeah. Der hat eine gute Saugleistung. Also. So hört er sich an. Und hier macht ihr wieder auf. Und wenn ihr dann fertig seid, zack, nehmen. Und hinten könnt ihr das komfortabel von oben reinfriemseln. Geht das denn hier? Ich muss da noch ein bisschen Übung reinzwiebeln. Aber das geht von hier oben. So, das heißt, jetzt steht er wieder wie eine Eins da. Aus dem Strom raus. Mal gucken, ob er sich das schön aufwickelt mit dem Fuß. Und weg. So, das war das coole Rowenta Compact Power Cyclonic Staubsaugerchen. Cooles Ding, recht preiswert, schön preiswert. Und ich habe Gefühl, der hat echt eine gute Saugleistung. Und er ist einfach zu bedienen, habe ich euch ja gezeigt. Ne? So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.